Das gefällt mir gar nicht. Ihr kennt das vielleicht. Man hat Wände. Und diese Wände sehen einfach nicht so geil aus. Das ist hier auch der Fall. Wie schön. Denn dann können wir uns heute mal anschauen, wie wir eine sehr, 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 sehr schöne Wandverkleidung machen können. Das Schöne ist, das Verkleiden an sich ist super, super einfach. Wir nehmen heute ein paar Materialien, die vielleicht nicht ganz so einfach zu bekommen sind. Ihr könnt aber alles einfach mit anderen Materialien machen. Und ganz wichtig, bei einem Projekt dieser Größenordnung gibt es ganz, ganz viele wichtige Sachen zu bedenken, was das Thema Arbeitsroutine angeht. Und das werden wir uns anschauen. Zuallererst mal, was für ein Material könnte das sein, was schwer zu bekommen ist? Ist das etwa Multiplex? Das ist kein Multiplex, denn Multiplex ist für mich im Moment nicht zu bekommen. Wir nehmen aus einem ganz einfachen Grund auch kein Multiplex. Nicht nur, weil es nicht zu bekommen ist, sondern weil wir dabei eine Sache bedenken müssen. Ihr werdet später sehen, das ist hier sehr, sehr viel Fläche. Deswegen nehmen wir diese Koski... Oh, ich blute. Crazy. Deswegen nehmen wir diese Koski-Dekorspanplatte. Das Schöne dabei ist, dass die mit einer Melaminharzbeschichtung kommt. Das heißt, die Oberfläche ist schon fertig. Und das ist bei einer solchen Größenordnung wie hier etwas, was man bedenken muss. Wenn wir, und das werden wir wohl machen, das seht ihr schon, 1 Milliarde Streifen schneiden, dann dauert das relativ lange. Es geht aber noch klar. Was schwierig wird, wenn wir anfangen, 1 Million Streifen beidseitig mit Oberfläche zu behandeln. Das wird sehr, sehr schwierig. Deswegen haben wir uns für diese Platte entschieden, weil der komplette Part Oberflächenbehandlung wegschneidet. Was? Hä? Weil der komplette Part der Oberflächenbehandlung wegfällt. Gott, ist das so schwer? Nein. Also, das ist der Grund, warum wir diese Platten nehmen. Koski Dekorspanplatten sehen im Prinzip aus wie Multiplex, sind auch ähnlich aufgebaut wie Multiplex, nur ein bisschen anders und deutlich teurer, weil sie halt Dollar behandelt sind. Wir werden uns dieses Material nochmal im Detail anschauen, denn es gibt viele Unterschiede zu Multiplex, die ist deutlich, ja, besser machen, wenn man das so einfach sagt. Eine Sache müssen wir allerdings bedenken, eine beschichtete Platte. Was bedeutet das für den Zuschnitt? Wenn wir mit einer solchen fertigen Platte arbeiten, das heißt, wir müssen, wie ich gerade schon gesagt habe, im Prinzip nichts machen, außer sie an die Wand bringen, dann müssen wir natürlich bei all den Schritten, die wir doch machen müssen, umso mehr aufpassen. Denn wenn wir jetzt mit einem stumpfen Blatt hier lang sägen und Ausriss haben, dann müssten wir theoretisch alle Kanten wieder bearbeiten. Das ist so ein bisschen gegen die Idee des Projekts, denn diese Platte zu nehmen, kostet zwar am Anfang deutlich mehr, erspart uns aber im Endeffekt, wenn wir es richtig angehen, sehr viele Stunden Arbeit. Deswegen nehmen wir ein Plattenzuschnittblatt. Das ist nichts Besonderes. Das Wichtige ist, wir haben in diesem Fall von Leitz gleich 3 Stück davon. Warum? Weil wir sehr, 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 sehr viele Meter schneiden. Das werdet ihr später sehen, wenn ihr die Größenordnung seht. Man kann solche Blätter natürlich hervorragend nachschärfen. Aber nachschärfen innerhalb eines Projekts ist natürlich ein bisschen schwierig, weil man dann in der Zeit nicht arbeiten kann. Deswegen die 3 Blätter. So können wir nonstop arbeiten. Egal, welche Platte ihr nehmt, bei einem solchen Projekt macht es immer Sinn, ein möglichst neues, scharfes Sägeblatt zu haben, einfach weil ihr euch die Kantenbearbeitung im besten Fall erspart. Und, ich habe es jetzt, glaube ich, schon oft genug gesagt, bei so vielen Teilen ist Kantenbearbeitung dann halt irgendwie gar nicht mehr witzig. Deswegen muss man darauf aufpassen. Ein wichtiger, wirklich sehr wichtiger Sicherheitstipp. Wenn man etwas macht, was sehr repetitiv ist, also sehr wiederholend, so wie das hier, dann neigt man dazu, und das kennen bestimmt alle von euch, dass man so ein bisschen rauszoomt. Das ist relativ normal, weil der Kopf sich einfach denkt, boah, Digi, ist das langweilig, ich denke mal an was anderes. Das ist nur ein bisschen gefährlich, weil wir natürlich trotzdem immer noch an einer Säge, Abrichte und Co. arbeiten. Wir haben deswegen hier eine Regel, die besagt, dass man in etwa, wenn man etwas macht, was wirklich immer genau das Gleiche ist, an einer großen Maschine das nicht länger als 30 Minuten macht.
dann etwas Pause macht. Einfach weil sonst die Gefahr, dass man sich verletzt, immer mehr steigt, weil man halt nicht mehr ganz so bei der Sache ist. Und das würde ich auch jedem von euch im Betrieb empfehlen. Wenn ihr etwas immer wieder macht, dann nehmt euch zwischendurch mal lieber mehr kleine Pausen, um den Kopf wieder klar zu bekommen, weil das sonst nach hinten losgeht. In einer halben Stunde, oh Gott, meine Nase, haben wir es geschafft, die Hälfte des Materials, was wir heute verbauen wollen, zuzuschneiden. Jede Menge Streifen. Das bedeutet, wir haben in etwa knapp 10 Minuten pro große Platte gebraucht. Super nice. Wie geht's weiter? Mit Druckluft. Bevor wir noch eine Sache besprochen haben müssen. Was? Wie? Also wir müssen noch gucken, wie kommt es denn an eine Wand? Unterkonstruktion. Dachlatte, Abstandshalter, weiß anmalen, Latte drauf. Hä? Das sieht ja aus, als wäre das easieste Projekt ever. Ja, so eine Wandverkleidung ist tatsächlich relativ einfach zu machen. Was natürlich ganz klar ist, es ist extrem viel Wiederholung. Sägen, nageln, 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 anpassen und immer wieder der Kompressor. Dazu kommen wir gleich. Auch das ist wie beim Sägen ein ganz, ganz elementares Ding, denn ein Fehlschuss wäre hier ziemlich bescheiden. Auch wenn ich gerade tatsächlich den ersten da oben hatte, aber ich habe die Latte verfehlt. Was auch ganz geil ist, ich hatte euch diesen Kreuzlinienlaser schon mal gezeigt, der ist super billig, aber der reicht für sowas perfekt aus. Die Konterlattung ist nicht gerade, die ist einfach nur halbwegs gerade, optisch gerade. Kompressor macht schon Druck. Aber wir gucken natürlich, dass die Latten passen. Man kann das immer gut mit den Türen und allen möglichen Sachen wie Fenstern und Co. ganz gut abgleichen. Wichtig ist aber, es sollte am Ende schon gerade sein, weil bei so vielen Latten, wenn die am Ende irgendwann schief sind, dann ist es blöd. Ja, wie geht das jetzt weiter? Na, wie ich schon sagte. Pa, 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 pa. Was ist denn mit Rogi passiert? Das ist nicht Rogi, das ist Mango/Hank, unser Werkstatthund. Das ist Richards Hund. Jetzt klingelt mein Telefon, macht nichts, da gehen wir gleich ran. Eine Sache ist ganz wichtig, das ist mein Bleistift. Wenn wir jetzt diese fertigen Stücke hier an die Wand nageln, dann müssen wir natürlich darauf achten, dass das beim Nageln auch alles hinhaust. Das heißt, wir brauchen eine sehr, sehr konstante, gleichbleibende Leistung. Denn wenn wir jetzt hier überall Fehlschüsse hätten oder auch nur ein paar Fehlschüsse hätten, dann sieht das sehr, sehr unschön aus und ist auch relativ schwer zu reparieren. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir unseren neuen Kompressor haben, denn das ist tatsächlich wirklich die Sternstunde dafür. Wie man hört, er ist auch sehr, sehr leise. Das ist also sehr angenehm. Das einzig Laute ist jetzt im Moment wirklich das Nageln. Und das hält sich in Grenzen. Und für all das interessiert, müssten mal ausrechnen, wie viele Nägel wir jetzt schon genagelt haben. Wir hatten bis jetzt einen einzigen Fehlschuss, weil darunter eine Schraube war, die ich getroffen habe. Das ist also mega. Also gerade für solche Sachen ist ein guter Kompressor natürlich Pflicht. Ich hatte ja schon gesagt, dieses Projekt besteht aus Vorbereitung. Und viele von euch werden jetzt sagen, was hast du denn für einen Kompressor? Würde ich euch gerne zeigen, aber ihr seht ja, wie es hier hinten aussieht. Das Lager ist voll, schaut mal den letzten Vlog an, dann wisst ihr warum. Und wenn ihr wissen wollt, was das genau für ein Kompressor ist von Atlas Copco, dann schaut euch diesen Vlog an, wie unser Airnet-System hier eingebaut wurde. Denn da sieht man im Moment nicht viel, deswegen dahin. Bei einer solchen Wandverkleidung haben wir natürlich auch immer Sachen, die wir aussparen oder umgehen müssen. Bei diesen Kabelkanälen gehen wir einfach drüber, das heißt unsere Konterlattung spart das Kabel aus. Bei solchen Sachen können wir einfach von oben runter messen, bis wo wir gehen wollen, müssen dann für das zweite Stück gar nichts messen, denn wir messen einfach nur hier runter, dann wissen wir die Länge nach oben, messen die Länge des Gegenstandes, ziehen das von dem Rest des Restes ab und haben dann die Länge für unten. Wenn ihr das nicht versteht, hört euch die Anleitung nochmal an. Eigentlich ist es ganz einfach. Eine Latte ist immer gleich lang und wenn wir das aussparen müssen, dann müssen wir eigentlich nur das rausrechnen. Eine super random Frage, aber ich weiß, dass sie kommen wird.
was für Streifen hast du gesägt, was ist das für ein Abstand. Die Streifen haben eine Stärke, eine Breite von 4 cm und der Abstand ist genau 2 cm zwischen den Leisten. Endlich. Puh, warum habe ich jetzt gesagt endlich? Das Video war doch total kurz. Das Video ja, aber in echt waren das halt 2 volle Tage Arbeit. Zu zweit. Das Schöne ist, der Kompressor wollte auch noch was sagen. Das Schöne ist, Richard und ich sind ein wunderbares Team. Richard ist jetzt schon nicht mehr da, aber nochmal, wenn du dieses Video sehen solltest, danke. Es hat sehr viel Spaß mit dir gemacht, diese aufwendige Arbeit zu machen. Wir haben jetzt im Maschinenraum alle Außenwände bis auf eine gemacht. Also Außenwände in Anführungszeichen, dahinter ist keine Außenwand, sondern unser Haus, ist aber völlig egal. Alle Wände, die nicht innenliegend sind. Die Wand da hinten, hinter euch, hätte ich auch sehr gerne gemacht, aber wie ihr vielleicht schon wisst aus den Vlogs und aus verschiedensten problematischen Quellen, ist diese Wand im Moment noch sehr problematisch, also da können wir im Moment nichts machen. Auch an den Wänden haben wir überall mit Abstandsplättchen gearbeitet, das heißt, die Konterlattung berührt die Wand nicht. Aber sie ist super fest. Leute, was rede ich eigentlich? Zieht euch das rein! Gott! Selten habe ich ein Projekt gemacht, was es so wert war, es durchzuziehen. Es ist einfach mega nice. Und jetzt nochmal am Ende das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben jetzt 2 Tage gebraucht. Aber nur, weil wir keine Oberflächen und keine Kantenbearbeitung machen mussten. Das ist wirklich der ganz große Vorteil von einem fertigen Material wie diesen Platten, die schon komplett fertig behandelt sind. Denn hätten wir noch das andere machen müssen, hätten wir, glaube ich, mindestens noch mal 2 Tage gebraucht, wenn nicht sogar mehr zeitliche Tage, weil die Oberfläche hätte trocknen müssen. Also, boing, auch riesen Props an Koski für diese geilen Platten, denn es sieht einfach mega geil aus. Deswegen bin ich jetzt ruhig. Ihr könnt sozusagen jetzt gerade einen Schwenk über die Platten genießen. Wow, während ihr das seht und ich hier so schweife, abonniert doch den Kanal für wunderbare Projekte. Also, Abo reinhauen, Daumen nach oben geben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist am Freitag. Bis dahin, man sieht mich nicht. Ciao.